Die 15. Station. August Freiherr von der Heydt, Bankier und Politiker. August von der Heydt erblickte am 15. Februar 1801 in Elberfeld das Licht der Welt. Er entstammte einer angesehenen Kaufmannsfamilie und übernahm nach Abitur und Ausbildung mit zwei Brüdern das Bankgeschäft seines Vaters. Zwischenzeitlich bereiste er zu Studienzwecken England und Frankreich. Schon früh interessierte sich von der Heydt für Politik. Er nahm am öffentlichen Geschehen in seiner Vaterstadt lebhaften Anteil. 1841 wurde er von Elberfeld in den preußischen Provinziallandtag, 1847 auch in den Vereinigten Landtag deputiert. Hier zeigte sich erstmals seine parlamentarische Begabung. Bald zog er überregionale Aufmerksamkeit auf sich. Im Dezember des Revolutionsjahres 1848 wurde er dann Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Obwohl von Hause aus eher ein Liberaler und dem kommerziellen Eisenbahnbau zugeneigt, zeigte er sich im Dienste Preußens als Anhänger der staatlichen Eisenbahn. Er initiierte zunächst den Bau und Betrieb der Ostbahn durch den preußischen Staat, später erfolgten wesentliche Erweiterungen der staatlichen Eisenbahn durch Zukäufe und Betriebsübernahmen. Frühzeitig hatte er die überragende militärische Bedeutung des sich rasch entwickelnden Eisenbahnwesens erkannt. Er gilt heute als der eigentliche Vater der preußischen Staatsbahn. 1862 wurde von der Heydt preußischer Finanzminister. Allerdings gab er bereits im Herbst desselben Jahres, nachdem Bismarck Kanzler geworden war, das Ministeramt wieder auf. Im Januar 1863 wurde er durch den König in den erblichen preußischen Freiherrnstand erhoben. Kurz vor Ausbruch des Krieges gegen Österreich, im Juni 1866, übernahm er abermals das Finanzministerium und schaffte es, die Geldmittel für den Feldzug ohne eine einzige Anleihe zu beschaffen. Da er aber seine Pläne, diverse Steuern zu erhöhen, nicht umsetzen konnte, trat er im Oktober 1869 von seinem Ministeramt zurück. Für seine außerordentlichen Verdienste verlieh ihm König Wilhelm den nur sehr selten verliehenen Schwarzen Adlerorden. Seine 1861 fertiggestellte prächtige Villa am Landwehrkanal im Tiergarten ist heute Sitz der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. August Freiherr von der Heydt starb am 13. Juni 1874. Sein Grab hier auf dem alten St. Matthäuskirchhof wird durch eine hohe Stele aus Granit gekrönt, die auf einem dreistufigen Sockel steht. Die darunterliegende Gruft hat einen sechseckigen Grundriss. In ihr fand er zusammen mit seiner Frau Julie, die er 1836 geheiratet hatte, seine letzte Ruhestätte. Auf der Vorderseite der Granitstele ist das Familienwappen der von der Heydts angebracht.